Hallo und herzlich willkommen aus Dortmund. Heute geht es zum Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Hoffenheim. Spezieller Raum für den 1954 aus Deutschland, das erste Mal Weltmeister wurde. Das ist übrigens der Originalball von 1954, als das Finale gegen Ungarn gespielt wurde. Das sind die Schuhe. Die Fußballschuhe von früher. Da sind die Schienbeinschoner. Habt ihr gewusst, dass die Schienbeinschoner erstmal beim Cricket eingesetzt wurden und erst dann beim Fußball? Das Museum ist genial, das sieht so schön aus. Habt ihr gewusst, dass 1920er wurde immer noch Fußball als Männersport, aber als Männerkampfsport angesehen und trotzdem haben Frauenmannschaften gegründet. 1930 wurde der erste Frauenfußballclub gegründet. Während der Nazi-Zeit wurde eigentlich der Frauenfußball verboten. Der Triumph von Rom 1990, als Deutschland das zweite Mal Weltmeister wurde. Hier ist das Stadion nachgestellt und Deutschland gewann das Spiel 1:0 gegen Argentinien. Das in der Mitte finde ich schon ganz schön cool. Es könnte jetzt auch in diese Zeit reinpassen, oder? Oder was sagt ihr? Die drei Weltmeisterschaften, die Pokale stehen hier in Dortmund. Schaut euch diese Eintrittskarte an, 1903. Leute, wenn ihr mal in Dortmund seid, unbedingt das Museum besuchen. Das ist so wahnsinnig schön hier. Also für alle Fußballfans, Fußballhistoriker. Es gibt auch noch so ein 12-minütiges Film über Weltmeisterschaft und die zukünftigen Ehen in Deutschland. Ich hatte kurzfristig auch ein bisschen Tränen in den Augen. Es ist Emotionen pur, es sind Emotionen pur. Es ist wirklich unbedingt besuchen. Das ist übrigens ein Trikot von Raúl. Das war mein Lieblingsspieler, mein bester Lieblings aller Zeiten Spieler. Ich fand den so gut. Auf geht's. Ich habe jetzt den Weg zum Stadion gefunden. Ich war davor im Fußballmuseum. Das war unbeschreiblich gut. Ich habe zum Teil bei manchen Sachen schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Also ich bin 2,5 Stunden vor Spielbeginn und ich denke, es wird auch gleich das Stadion geöffnet, so ca. 2 Stunden vorm Spiel. Das erste Mal, dass ich im Signal Iduna Park bin und ich freue mich unheimlich. Das wäre dann meine Top 3, die ich besucht habe in Deutschland. Einmal Signal Iduna Park, Olympiastadion und natürlich die Allianz Arena von Bayern München. Wie stehen eigentlich die Chancen, dass BVB heute gewinnt? Ganz gut, richtig gut, denn BVB hat diese Saison in der Bundesliga kein Spiel verloren. Das ist das wunderschöne Stadion. Ich kann nicht abwarten, da reinzugehen. Ich glaube, die Stimmung wird so abgefahren gut sein. Auch gutes Lied. Insgesamt trafen die beiden 33 Mal aufeinander. 16 Mal gewann BVB. Es gab insgesamt 2 Treffen im DFB-Pokal und beide Male hat BVB gewonnen. Die TSG Hoffenheim dürfen wir nicht unterschätzen. Sie kommen mit 5 Siegen aus 5 Spielen.
freue mich auf jeden Fall, dass es nicht so kalt ist. Denn sonst wird es zu kalt, 2,5 Stunden hier zu verbleiben. Ich kann euch sagen, das Spiel hat noch nicht angefangen und ich habe schon Gänsehaut pur. Einfach Gänsehaut pur. Ich gehe als erstes und schau mal jetzt die Lage, wo ich sitze, und dann gehe ich erstmal was Leckeres essen. Freunde, ich bin überwältigt. Das größte Stadion Deutschlands. Endlich habe ich es geschafft, das zu besuchen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe heute überall gerade, es gibt so leckere Sachen hier. Als erstes nehme ich mir wahrscheinlich Hähnchen-Kebab und was Kühles für meinen Rachen und einen wunderschönen Bus. Essen gibt es Kebab und ich probiere mal, ob es auch so lecker schmeckt wie in Berlin. Mein erster Eindruck schmeckt richtig lecker. Also Freunde, los geht es. Es ist 1,5 Stunden vor Spielbeginn und die gelbe Wand, die Südtribüne, fängt an aktiv zu werden. Die hängen Banner auf und ich freue mich unheimlich. Licht wurde auch schon angeschaltet. Thank you.
Englisch. Wäre der Sound auch so. Bitte hatet mich nicht dafür, aber ich glaube wirklich so, weil dort geht so viel. Weil im Olympischen ist es so, dass man einfach, wenn man am Abend des Endes sitzt, das merkt man nicht. Achso, ja, okay. Ja. BVB schlägt Hoffenheim zu Hause 1:0. Knapp, aber verdient. Und nun steht BVB im Achtelfinale des Pokals. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann folgt mir gerne. Abonniert den Kanal, kommentiert, teilt, weil nur so können wir gemeinsam wachsen.